Forschungen haben ergeben, dass 14 von 10 Menschen Schokolade mögen. Besonders natürlich, wenn es sich um so auserlesene Schokolade handelt, wie bei Lindt im Kaufhaus Tirol. Frau Marana, was ist das, was uns an Schokolade eigentlich nicht vorbeigehen lässt? Der wohlriechende Duft von Kakao, die zart schmelzende Fülle von unseren bekannten Lindor-Kugeln, das macht es aus, dass so viele schokoladesüchtig werden. Schokolade ist ja eine einzige Aromatherapie bei Ihnen. Sie haben unzählige Geschmacksrichtungen. Ja, wir haben sehr viele Geschmacksrichtungen, die von fruchtig über Nüsse, Kaffee, sogar alkoholisches geht. Und da ist, glaube ich, für jeden was dabei. Was ist die beliebteste Schokolade bei Ihnen? Milchschokolade ist an und für sich noch die beliebteste Schokolade, wobei der Trend schon jetzt zur dunklen, hochprozentigeren Schokolade hingeht. Es heißt ja, Schokolade ist Liebe, die man sich selber schenkt. Aber Schokolade ist auch immer ein optimales Geschenk. Ja, das stimmt. Und wir machen ganz individuelle Geschenkskörbe. Wir verpacken sehr schön. Sie können ein Gefäß bringen, das wir mit Lindor-Kugeln befüllen. Also was der Kunde möchte. Worauf muss man aufpassen, wenn man was verschenkt, wenn man Schokolade verschenkt? Man sollte wissen, wenn man die Schokolade schenkt, ob er Allergien hat, ob er alles verträgt, denn da könnte man dann schon auch ein bisschen ausweichen. Stimmt es, dass Schokolade die Kleidung schrumpfen lässt? Nein, stimmt nicht. Das heißt, man soll sie einfach nur in Maßen genießen? Richtig. Und je mehr dunkel die Schokolade ist, je weniger Kalorien hat sie. Je weniger Fett ist drinnen, je weniger Zucker ist drinnen. Also von der dunklen könnten Sie etwas mehr essen. Wie die meisten schönen Dinge hat auch die Schokolade ihre ganz eigene Saison. Schokolade essen darf man in jedem Monat, der ein A, E oder U enthält. Das ist dann die richtige Zeit für Schokolade. Zeit für Lindt im Erdgeschoss im Kaufhaus Tirol.